Hallo und ein großes Willkommen zu meiner kleinen Welt. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Vlog. Ich habe mich nämlich dafür entschieden. Gestern habe ich ein paar YouTube-Videos geguckt und war so hyped, mal wieder auch ein Video zu drehen. Heute um 10 kommt mein neues Video online. Also nicht dieses, sondern das vor dem Video hier. Und ich habe heute sehr viel zu tun, denn morgen schreibe ich meine allererste Abiturprüfung. Ich konnte gestern noch nicht einschlafen, ich war so aufgeregt. Außerdem habe ich nachmittags geschlafen und ich habe um, weiß ich nicht, 16 Uhr oder so einen Kaffee getrunken und ich kann sowas überhaupt nicht ab. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich glaube, ich war dann 1:30 bin ich irgendwie eingeschlafen. Das war schlimm, also so stört mich immer so extrem. Ich will heute noch lernen. Ich habe noch ein paar Themen zu ergänzen. Ich werde nochmal meine ganzen Lernsachen durchgehen. Ich werde noch, ich glaube, ich muss noch einmal einkaufen für die Prüfung. So, sag ich jetzt mal, Verpflegung und so Sachen, die ich halt noch brauche. Meine Tasche werde ich packen heute. Ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, wie das alles sein wird. Klar, ich habe schon mal Vorabi geschrieben und so. Das ist einfach nicht das Gleiche. Naja, ich werde mich jetzt erstmal fertig machen. Es ist jetzt 8:30. Eigentlich wollte ich um 9 aufstehen. Aber ich war schon früh wach. Also, das ist mein Outfit of the Day. Ich habe hier eine Wimper. Ich habe einfach ein graues, halblanges Oberteil an und eine Sporthose. Genau, das hatte ich auch gestern an. Ich werde gleich mein Bett machen und dann werde ich mir schon Frühstück machen. Also, ich bin schon relativ weit. Es ist jetzt kurz nach 9. Ich muss meine Uhr unbedingt umstellen, denn die ist immer noch auf Winterzeit eingestellt. Ja, und laut der Uhr ist es jetzt gerade 8:10. We love it. Ich habe jetzt auch die Haare hochgemacht, das hat mich aufgeregt. Ich hatte die vorgestern oder so, zweimal geflochten und dann aufgemacht. Und danach, wenn man die kämmt, sind die danach immer so schrecklich. Ich habe jetzt auf jeden Fall, ich weiß, ihr seht mich gerade nicht, es ist sehr dunkel hier, ein bisschen Wäsche in einem Korb vor mir hier. Und ein bisschen dreckiges Geschirr aus meinem Zimmer. Und das werde ich jetzt einmal alles wegbringen, denn ich muss heute auch ein bisschen waschen. Und ja. Aber werdet ihr ja sehen. Jetzt fertig mit Frühstücken und allem. Es geht jetzt los. Ich werde jetzt weiter lernen. Und zwar habe ich ja, wie schon gesagt, morgen meine erste Abi-Prüfung, und zwar Bio. Und ich habe auch schon sehr, sehr viel dafür gelernt. Zwei Themen von drei Themen hatte ich ja schon fürs Vor-Abi vorbereitet. Das Video verlinke ich euch hier. genau.
Und das dritte Thema habe ich sozusagen jetzt auch noch gemacht. Und ich habe Donnerstag, Samstag und Sonntag für also jeden Tag ein Thema komplett mit nochmal Informationen vom Internet und Videos und sowas durchgearbeitet und ergänzt. Und dann habe ich, ich habe noch ein paar, noch ein paar Themen offen, die ich noch einmal angucken muss, die ich noch nicht hier aufgeführt habe. Und dann, ja, dann bin ich eigentlich soweit fertig, also der Ordner ist eigentlich fertig. Ja, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug vorbereitet bin und so, dass ich nicht genug gelernt habe, obwohl ich halt wirklich, wirklich viel gelernt habe. Ich habe jetzt nicht großartig viele Übungsaufgaben gemacht, nur ein paar. Ich habe halt mehr gelernt, aber ich habe Angst, dass es nicht reicht und ich bin, ja. Kurz nach 11:30 und ich habe jetzt die ganzen Punkte auf meinen Listen, die ich hier noch gefunden habe, abgearbeitet und ergänzt. Der Ordner ist jetzt eigentlich fertig. Ich mache mir keinen Stress oder habe Panik oder so, aber ich bin mega aufgeregt und habe einfach Angst, dass es wie gesagt nicht genug ist. Aber ich kann euch das einmal zeigen. Und zwar habe ich hier die ganzen Themen, die ich noch brauchte. Danke fürs Fokussieren. Hallo. Genau, das sind sozusagen die Themen, die ich noch brauchte. Hier ist auch noch eine ganz lange Liste. Also die musste ich nicht alle erklären, aber das ist ja kompliziert zu erklären. Deswegen, hier haben wir dann sozusagen meine Lernzettel und alles. Ich habe noch ganz viel so ergänzt. Die sind sozusagen beide sogar von heute. Die ganze Seite ist von heute. Das ist die, wo ich angefangen habe zu schreiben. Zytologie kam noch zwei Themen dazu. Das ist nicht so viel. Das ist nur so Allgemeinwissen sozusagen. Dann habe ich noch einmal die ökologischen Prinzipien. Ich habe also ganz oft kommende Aufgaben von wegen, ja, erklären Sie das anhand ökologischer Prinzipien. Und da muss man die halt auch drauf haben. Und ich habe noch, ja, das PCR musste ich noch hinzufügen. Eine Sache habe ich theoretisch immer noch, ich kann nicht umblättern, auf meiner Liste, und das ist der Einfluss des Menschen. Es fokussiert schon wieder nicht. Der Einfluss des Menschen. Ich habe das nicht konkret aufgeschrieben. Ich habe es ein bisschen bereut, dass ich es nicht immer wieder auf die Zettel, also passend zu den Themen, passend zu den Themen halt immer dazu geschrieben habe. Ich wollte es nämlich eigentlich extra am Ende auf einer Seite machen. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Aber das ist sowas, man weiß halt, dass der Mensch alles kaputt macht, also easy peasy. Ich werde jetzt noch weiter Wäsche waschen. Und warum das hier im Flur eigentlich so dunkel ist, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt, aber hier war vorher immer ein Fenster und jetzt ist hier eine Tür. Die Treppe ist noch nicht da, deswegen ist es noch ein Gerüst. Aber hier kommt sozusagen eine Treppe hin und dann habe ich meinen eigenen Ausgang, beziehungsweise Eingang. Oh, guck mal, da ist ein Vogel, eine Taube. Sie ist weg. Genau deswegen ist es jetzt hier so dunkel, weil natürlich das Licht nur noch durch den Spalter kommt und nicht mehr durch das große Fenster. Aber damit muss ich leben. Und wie ihr seht, habe ich Kopfhörer auf. Ich werde gleich ein bisschen Musik hören. Ich mache nämlich jetzt sozusagen eine kleine Lernpause, nachdem ich das alles fertig habe. Trotzdem muss ich ein bisschen was tun. Hier ist eine Decke. Ich habe hier auch ein neues Paket Wäsche drin. Die andere muss ich gleich aufhängen. Aber ich hänge sie drin auf. Ich mag das nicht, wenn Klamotten draußen getrocknet sind. Ich weiß, einige finden das so gut. Ich weiß auch, die Mutter von einer besten Freundin, die mochte das auch so gerne. Und ich kann das so nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Naja.
Pulli angezogen, das war doch ein bisschen kalt hier. Ich habe schon das Fenster zugemacht und ich habe auch meine Brille aufgesetzt, denn ich werde mir jetzt noch ein paar Videos angucken. Gerade zu bestimmten Themen, wo ich stark davon ausgehe, dass sie drankommen. Wir hatten ja schon Vorabi und da sind halt einige Themen dran gekommen, das heißt, die kann man halt ausschließen. Und ja, also das war so, dass mein Lehrer nicht Themenvorschläge, sondern Aufgaben abgegeben hat und zwei davon kommen dran. Und in einer Stunde bekommt er die E-Mail, mit den Aufgaben, die dran kommen, dann wird er die kopieren und ab da darf er halt auch nicht mehr mit uns reden oder so. Oder E-Mails schreiben, wie auch immer, so gar nichts mehr. Ja, also ich bin gespannt. Das Ding ist, man weiß nicht, was man jetzt noch so großartig machen soll. Ich habe halt eigentlich alles gelernt. Ob ich das jetzt auswendig drauf habe? Aber ich kann dann in den Ordner zwar nochmal durchgehen und mir noch Sachen dazu angucken. Also, mir bringt es nicht so viel, das einfach durchzulesen. Dadurch lerne ich nicht. Andere lernen einfach nur durchs Lesen und können das dann alles. Echt Respekt. Ich muss das alles aufschreiben und so. Und wenn ich das halt dann nicht währenddessen aufschreibe oder noch nicht irgendwie was ergänze, bringt es mir halt einfach nicht, denn das ist so schade eigentlich. Also ich kann die Reaktion und alles. It's complicated. Naja, ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Videos angucken jetzt und den Ordner durchgehen. Es ist auch schon 13 Uhr, also ich werde mir wahrscheinlich auch bald irgendwas zu essen machen. Ich habe schon eine Idee. Ja, aber let's go. So, es ist jetzt 14.21 Uhr und ich werde jetzt das essen, weil ich habe immer noch nichts gegessen. Ich habe bis gerade eben weitergelernt. Ja, das wird schon alles. Irgendwie klappt das alles. Das Ding ist, ich denke mir halt immer so, ich kenne Leute, die haben ihr Abitur geschafft. Und da frage ich mich manchmal, wie. Und im Gegensatz zu denen weiß ich halt schon mega, mega viel sozusagen. Und ich habe auch wirklich keine Angst, dass ich es nicht bestehe. Ich habe wirklich Angst, dass es nicht gut genug ist für mich. Ich will halt wirklich so das Beste und ja, egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt was zu essen machen. Und zwar habe ich, wann war das? Also ich weiß nicht, vor 2 Wochen ein neues Meal entdeckt für mich. Denn oh, ich liebe es. Also das ist halt so ein Snack. Ich habe da einfach so eine 250 Gramm Packung Quark in eine Schüssel geworfen. Dann habe ich Apfelmark genommen. Irgendwie ein halbes Glas. Also wir hatten halt richtig große Gläser. Das war so ein, ich glaube, 700 Gramm Glas. Da habe ich halt nicht das ganze Glas genommen, offensichtlich, sondern halt ein bisschen was da rein. Und dann habe ich so ein richtig leckeres so Müsli sozusagen darüber geschaut. Also das ist so Schoko-Granola ein bisschen. Nicht selbst gemacht, sondern gekauft. Aber trotzdem ist es so geil. Das schmeckt so gut zusammen. Ich werde jetzt mein kleines Meal hier essen und währenddessen werde ich die Kamera aufladen, beziehungsweise den Akku, weil der fast leer ist und der Tag ist noch ein bisschen länger. Deswegen sehen wir uns später wieder. Ich bin jetzt ready to go out, denn ich muss, wie gesagt, noch ein paar Sachen holen aus der Stadt. Deswegen fahre ich jetzt dahin. Ich weiß noch nicht genau, was ich möchte. Also ich kaufe halt Snacks für diese Prüfung. Ja. Und ja, ich überlege mir auf der Fahrt, was genau ich möchte. Oh nein! I lost ein Anhänger in meiner Tasche. Mal gucken, ob ich den gleich finde. Genau. Ich habe einen Schlüssel dabei, ich habe eine Maske. Mein Portemonnaie habe ich auch. Naja, wir gehen jetzt erstmal zu meinem Auto. Wir sehen uns gleich. Ich habe es repariert, ich habe das Ding wiedergefunden und ich fahre wahrscheinlich zu Famila. Ich bin nicht so ein Fan von den anderen. Also ich mag Lidl, muss ich ehrlich sagen, gerne, weil die ganz oft so richtig geile Sachen haben. Aber da habe ich jetzt keine Lust hinzufahren und ich weiß, dass ich bei Famila alles kriege, also fahre ich dahin. Und ja, ich werde euch aber nicht mit reinnehmen, weil ich immer noch keine Eier habe, um mich so in der Öffentlichkeit zu zeigen. Naja, ja. Also denke ich, wir sehen uns entweder da auf dem Parkplatz oder danach da auf dem Parkplatz. Ich habe jetzt ein paar Sachen mitgenommen. Ich werde euch die zu Hause zeigen. Da war so viel los. Also nicht so viele Leute, aber überall standen Wagen mit so Zeug, was in die Regale eingeräumt wird. Das hat ein bisschen genervt, aber naja, dafür ist dieser Laden hier irgendwie bekannt.
Es gibt keinen Einkaufsladen hier in der Nähe, der so viele Schüler hat. Also so viele Schüler, die da arbeiten. Aber egal, ich werde jetzt nach Hause fahren. Denn ich habe eigentlich alles bekommen. Also ich habe jetzt nicht so übertrieben oder so. Ich glaube, ich habe 6 Euro noch was ausgegeben. Und ich habe auch Obst gekauft. Wie ihr seht, bin ich wieder zurück an meinem Schreibtisch. Ich habe auch wieder meinen Pulli ausgezogen, weil jetzt ist es mir doch warm. Genau, ich wollte euch ja mal zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich als erstes, oh, die klebt, 2 Pflaumen. Wir haben noch ganz viele Äpfel zu Hause, deswegen wollte ich jetzt nicht so übertrieben Obst kaufen oder irgendwie sowas in die Richtung. Wir haben halt eigentlich alles zu Hause, außer jetzt so Snacks, also Süßigkeiten oder so. Davon haben wir halt eigentlich so wie nie was zu Hause. Aber auf jeden Fall habe ich 2 Pflaumen, die werde ich mitnehmen. Ich wollte eigentlich die dunkleren, aber die waren alle irgendwie widerlich. Die eine hat sogar geschimmelt, ich so... Enough is enough. Mehr wollte ich nicht sehen. Dann das andere gesunde, was ich gekauft habe, sind einmal Laugenknoten. Und zwar haben die sonst immer, da gibt es immer 3 Laugenknoten für 1 Euro. So, schön, dass jetzt hier alles teurer wird. Jetzt kosten die 1,11 Euro. Ich kann nicht mehr. Also es ist nicht schlimm, aber trotzdem. Dann, die habe ich jetzt bis jetzt bei, jedem Vorabi dabei gehabt. Und zwar sind das so eine, wie heißt das? So eine Zimtrollen, wie heißen die denn? Zimtröllchen. Ne, die haben einen Namen. Egal, das sind so eine Dinge. Ich glaube, man kennt die. Es gab die mal bei Ikea für, mit Gingerbread-Füllung. Die hatte ich auch. Die waren so lecker. Die waren richtig geil. Also davon habe ich eine Packung. Und dann habe ich noch so eine Fruchtgummis. Ich war am Wochenende beim Fußball mit ein paar Freundinnen und da hatten wir die auch mit drin. Also, sehr lecker. Und das kann man mal so, ja, eben snacken. Also, das ist, ich nehme jetzt nicht die ganze Packung mit. Es gibt nämlich ein paar Regeln bei dem Essen, was wir mitbringen dürfen. Also, keine offiziellen Regeln, aber das ist halt Rücksicht auf die anderen sozusagen. Nichts, was mega viel, also, was mega laut ist. Sprich, ich werde das alles in Brotdosen abfüllen, alles wo Plastik dran ist, weil es einfach zu laut ist. Weil es einfach nervt. Mich nervt es ja selber schon. Und dann nervt es ja alle anderen auch noch. Und stellt euch vor, jeder hätte so eine scheiß Plastiktüte. So ein Hals. Und nichts, was irgendwie übermäßig riecht. Wir hatten letztes Mal ein Mettbrötchen von irgendwem. Nein. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber ich habe noch was. Und zwar waren die runtergesetzt. Und zwar habe ich so eine Waffeln. Ich finde die eigentlich nicht so geil, aber egal. Jetzt sind sie da. Genau, ich werde auch nicht alles komplett mitnehmen, immer so ein paar Sachen davon. Und insgesamt habe ich 6,04 Euro bezahlt. Yes, I'm happy with meiner Ausbeute. Ich werde das, glaube ich, alles heute fertig machen, außer die Äpfel. Also Apfel schneiden werde ich nicht heute machen, weil dann ist der braun morgen, das ist eklig. Ich werde gleich mal anfangen, auch meine Tasche da, fürs Abi sozusagen zu packen, denn wir haben so eine Liste bekommen, was man mitnehmen sollte und was man nicht unbedingt mitnehmen darf. Und deswegen werde ich da mal gucken, was ich überhaupt mitnehmen darf. Ja. Ich habe es gerade eben noch gelernt. Es ist jetzt gleich 18 Uhr. Es ist eigentlich Zeit für Abendbrot, aber ich habe noch keinen Hunger und deswegen ich esse auch noch nichts. Ich gehe jetzt trotzdem in die Küche, denn ich will ein paar Sachen, ihr könnt es gar nicht sehen, ich möchte meine Brote sozusagen für morgen packen. Ja. Ja, ich fange einfach an. Let's go. Ich werde die Brote so für meinen Vater benutzen, der ist ja eh nicht da, also ist nicht so schlimm. Hier ist sozusagen so eine Trennwand noch zwischen, also die kann man da reinmachen. Entweder möchte man das ganz einmal durchgehend haben oder nur so. Dann kann man hier sozusagen noch unterfassen dabei und das werde ich, glaube ich, so machen. Die ist richtig praktisch. Ich habe ihm das sozusagen, ich glaube, ich habe ihm das zu Weihnachten geschenkt tatsächlich oder zum Geburtstag oder so. I don't know. Genau. Die kommen da rein. Das hatte ich vor, eine extra Dose zu machen. Das muss ich noch schmieren. Und hier habe ich auch meine Pflaumen, die werde ich gleich abwaschen und die kommen dann wahrscheinlich nicht unten rein, weil es nicht passt. Ja, gut. Unten kommt irgendwas anderes rein. Mal sehen. Ja,
Genau, ich wollte jetzt meine Tasche packen. Und zwar nehme ich dafür diese Tasche. Man darf keine größeren Rucksäcke oder größere Taschen mitnehmen, sondern alles nur in einem Beutel oder eine Tüte. Also habe ich mich für diesen Beutel entschieden. Den hat eine Patientin, also meine Mutter ist Krankenschwester und eine Patientin hat den für sie genäht. Und sie hat ihn nie benutzt. Und dann habe ich ihn benutzt. Das war ganz lange meine Klaviertasche. Aber jetzt nehme ich sie mit zu meinem Abitur. I'm crying. Also wir dürfen nur Schreibzeug mitnehmen und Verpflegung. Und wir aus dem Bioprofil, don't ask, dürfen den Taschenrechner noch mitnehmen, weil das ein erlaubtes Hilfsmittel bei uns ist. Das haben wir abgesprochen, denn wir müssen auch Kladogramme erstellen. Und dafür kann man was rechnen. Und bevor wir uns da verrechnen, soll es daran nicht scheitern. Und wir nehmen den Taschenrechner mit. Das heißt, der kann gleich mal schon hier rein. So. Dann Schreibsachen. Und zwar werde ich, ich weiß nicht, ob ich meine ganze Federtasche mitnehmen darf. Ich hätte wahrscheinlich einfach meine Federtasche einmal ausländern. Ja, morgen an Getränken nehme ich meinen, also das kommt auch wieder mit in den Beutel rein, meine 1-Liter-Flasche und sonst, genau, es ist nicht erlaubt, sein Handy mitzunehmen oder so. Ich habe hier auf meinem Handy die Bestimmungen sozusagen und die Regeln und genau, ich habe schon das meiste gesagt. Ich muss auf meine Rechtschreibung achten. Wir haben 30 Minuten extra Zeit wegen Corona, weil es wäre nicht nötig gewesen, aber egal, ich freue mich drüber. Genau, da habe ich auf jeden Fall genug Zeit, um meine Rechtschreibfehler alle nochmal, also den ganzen Text nochmal durchzugehen und alles zu korrigieren, denn ich bin sehr gut da drin, ganz viele dumme Fehler zu machen. Naja, genau, der Rest ist eigentlich, ja, also mehr brauche ich da auch wohl nicht, hoffentlich. Außer Glück und Erfolg. Und ich glaube, das war's auch. Mehr kommt in den Beutel gar nicht rein. Der Rest kommt halt morgen da rein. Da kommen die beiden Brotdosen, die ihr schon gesehen habt, rein. Und sonst, ja, die Flasche Wasser. Und ja, ich wollte noch eine Sache erzählen. Und zwar habe ich mir gerade ein Video angeguckt. Denn wir hatten neulich eine Friedensaktion in der Schule. Und da habe ich bei so einem Projekt mitgemacht, wo wir, also ein Musiklehrer von der Gemeinschaftsschule bei uns, der hat ein Lied geschrieben und wir haben das sozusagen, also ich habe da mitgemacht und wir haben da das eingesungen und auch mit Video und sowas und das Video ist gerade rausgekommen und das habe ich mir angeguckt. Jetzt habe ich einen Ohrwurm davon, aber ist ganz süß geworden. Das war natürlich schön in der Mottowoche, wo wir Mottowoche hatten von dem Abitur und ja, also habe ich dann mein Kostüm an. Das war Geschlechtertausch und da bin ich als Geselle gegangen, deswegen hatte ich so ein Gesellenhemd an, aber es war okay, das war nicht so schlimm. Also Leute, die nicht wissen, was es ist, die werden es, also die, denen fällt es auch nicht auf. Ich denke, dass Leute wissen, also wenn die wissen, was das genau ist, dass das ein Gesellenhemd ist, dann werden die es erkennen. Naja, das war es auch eigentlich. Ich werde nachher, also ich will jetzt erst duschen gehen. Meine Sachen sind gepackt. Ich bin, es ist ganz, ganz komisch zu wissen, dass jetzt der letzte Teil meiner Schulzeit anfängt, also meiner richtigen Schulzeit. Diese 13 Jahre habe ich durchgezogen und jetzt ist so die erste Abfrage, was ihr in den 13 Jahren gelernt habt. Das ist so, das ist ganz, ganz wild. Aber ich fühle mich so halbwegs sicher, das wird schon alles werden. Naja. So, ich war jetzt duschen, wie man sieht, ich habe immer noch nasse Haare. Ich habe auch noch keine Haare gekämmt, wie man auch sieht. Und ich habe schon was gegessen. Ich habe mit meiner Schwester unten gegessen und Fernsehen geguckt. Ja, ich würde sagen, damit beende ich auch diesen Vlog. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Das war heute ja, ein sehr spannender Tag für mich, aber morgen wird noch ein viel spannender Tag. Und ich bin gespannt, wie das alles ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall ja, einen schönen Abend oder Nachmittag oder morgen oder wie auch immer. Wir sehen uns bestimmt ganz, ganz bald wieder und bis dann. Tschüss.